Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Antalya City Livestream. Ich bin hier gerade am Strand von Kum Koei und das wollte ich gerne mit euch teilen. Das wunderschöne Panorama hier durch die Wolken, die schönen Sonnenstrahlen. Wir hatten heute zum ersten Mal nach 26 Jahren wieder Schnee. Ich hatte das auch zufällig gesehen gehabt heute Morgen und habe doch natürlich sofort mein Handy genommen und eine Aufnahme gemacht und das hier bei YouTube geteilt. Heute Morgen hatten wir Schnee und jetzt hatten wir die ganze Zeit schönen Sonnenschein. Jetzt ist so eine größere Wolke, die die Sonne bedeckt. Sonst hätten wir hier immer noch wunderschöne Sonne. Und wenn ich schaue, was das für ein Klima ist, in der Früh Schnee gehabt, dann wieder Sonne, jetzt ein bisschen Wolken. Hier Richtung Chile ist jetzt ganz klar. Kann ich auch so zeigen. Der leere Strand von Kum Koei. Ich bin hier jetzt vor dem Paloma Ocean Hotel. Das kann ich auch hier zeigen. Das hier hinten ist Kum Koei Beach. Das Paloma Ocean ist gleich daneben. Das hat auf, aber hat sehr, sehr wenig Gäste. Da sollen jetzt heute an die 60 Personen in dem Hotel sein. Und das ist natürlich sehr, sehr wenig. Und ich bin ziemlich zentral, ganz in Kum Koei, Mitte am Strand. Hier auch ein kleines Flugzeug über uns. Es ist sehr kalt. Auf den Bergen ist ja noch Schnee. Hier ist kein Schnee. Es ist alles weggeschmolzen. Es sind also wirklich absolut keine Spuren vom Schnee über. Hier in Kum Koei. Am Strand schon gar nicht. Und hier nochmal für euch. Für die, die es vermissen, für die, die Kum Koei nicht im Winter kennen. Was für ein wunderschönes, herrliches Panorama. Ich teile auch bei meiner Facebook-Seite und bei meinem Instagram-Account auch immer Bilder von Antalya City Livestream. Ich habe die Seite neu aufgemacht und werde jetzt öfter schöne Videos und Livestreams und Bilder auf allen Plattformen teilen. Ich bin Ahmed Selim Şimşek und ich wohne auch hier in Kum Koei. Für alle, die es noch nicht wissen oder das Vorstellungsvideo nicht mitbekommen haben. Ich bin hier Juwelier und Optiker in Kum Koei. Und seit der Pandemie ist Video machen und Fotos schießen einer meiner größten Hobbys geworden. Und daher ist es für mich, was ich hier mache, eine reine Hobbysache und nicht irgendwie was anderes. Ich habe auch eine andere Seite, die heißt Cats and Gold, sowohl bei YouTube, Facebook und Instagram und TikTok. Und da, wo mittlerweile über 4 Millionen Follower sind auf allen Plattformen.
Und diese Seite am Teil der City Live Stream werde ich nur auf Deutsch machen. Und das ist der Strand von Kumkyö im Winter, heute am 26. Januar 2022. Die Videos sind entweder Livestream, die ich mache, oder solche Aufnahmen, die wie Live-Aufnahmen sind. Also ganz natürlich, nicht unbearbeitet, nicht verarbeitet, nichts dran geändert. Deswegen auch Livestream, der Name der Seite, dass man das halt so erlebt, als wäre man live dabei. Also ich werde nicht an den Videos irgendwie rumschneiden, zusammenbauen. Das sei denn, ich mache ein längeres Video von verschiedenen Orten. Das wäre dann sicherlich was anderes. Aber die hauptsächlichen Videos werden immer so sein, als wäre man live dabei. Hier rechts das Defnegan Hotel. Das ist einer der ältesten Hotels hier. Hat sehr viele Stammkunden. Hat aber nur im Sommer auf. Und links daneben, vom Strand aus geschaut, ist das Caesars Hotel. Und das hat nur Ostblock-Gäste im Sommer. Und macht immer Ende April auf und wieder Ende Oktober zu. Das ist hier, wie gesagt, Kumkyö Zentrum gewesen. Und ich will mich dann für heute verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte nicht, ein Like zu hinterlassen. Und ich würde mich über jedes Abo sehr freuen, über jeden neuen Abonnenten. Denn ich werde mich bemühen, jeden Tag für euch ein wunderschönes Video hier aus der Küste, aus Antalya-Side und Umgebung, wunderschöne Videos und Fotos hochzuladen. Und daher würde ich mich über jeden Abo, wie gesagt, sehr freuen. Und wenn ihr eine bestimmte Ecke sehen wollt, könnt ihr mich gerne anschreiben oder in den Kommentaren vermerken, wo ihr gerne sehen wollt. Dann werde ich dort einen Livestream machen oder wieder so eine Live-Aufnahme und die dann für euch hier teilen bei YouTube und auch bei Facebook. Aber wirklich ein sehr, sehr schöner Blick von hier aus. Ich wünsche dann alles Gute
Mach's gut und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.